Liebe Zuschauer, ein gern gesehener Gast, Stefan Brandner, ist Mitglied des Deutschen Bundestages, Fraktion der AfD, stellvertretender Bundessprecher und Rechtsanwalt, was ja im Bundestag mitunter nicht verkehrt ist, wenn man einen ordentlichen Beruf hatte. Herr Brandner, herzlich willkommen bei aller Meinung. Ja, ich grüße Sie auch herzlich. Hauptsache rechts, auch wenn es ja nur der Anwalt ist, muss ich Ihnen sagen, oder? Natürlich. Herr Weber, Sie sehen so ein bisschen, haben Sie Stress gehabt? Naja, ich kann Ihnen Folgendes sagen: Ich habe mein Diplom gemacht, und zwar habe ich meinen Ofenführerschein gemacht. Den Das ist was? jetzt. Ich habe meinen Ofenführerschein gemacht, ne? Also nicht einen doofen Führerschein, sondern einen Ofenführerschein, ne? Können Sie Auch keine MWU. mit Und dem zwar Ofen Folgendes: umfahren, oder? In Westfalen, in die Stadt Unna, hat also Folgendes: Sie hat 700 Plätze und für 15.000 Euro ist es gefördert worden, ein Klimaschutzkonzept. Und zwar weiß ich jetzt, wie man den Ofen richtig säubert und wie man Brennholz lagert. Ich werde also jetzt zu verschiedenen Märkten fahren und das kontrollieren, denn es gibt ja Meldestellen, da sei, wenn da was verkehrt sein sollte gegen das Klimaschutzabkommen, dann werde ich das melden. Also das gibt es wirklich und das war natürlich sehr anstrengend, Herr Brandner. Sie werden verstehen, dass das einige Tage an Mühe gekostet hat, den Führerschein, den sogenannten Ofenführerschein. Man sieht es Ihnen ehrlich an, aber in unserem Alter steckt man sowas ja nicht mehr so einfach weg, ne? Das stimmt, sage ich Ihnen. Aber wie gesagt, ich werde mich jetzt ausruhen und dazu zählt auch das Interview mit Ihnen, was ja immer sehr amüsant ist. Ja. Lassen Sie das nicht den Kachelmann hören. Kennen Sie den Kachelmann? Den Kachelmann kennen wir freilich, ja. Ja, Der der hat ja, Kachelmann, der ist ja auch gegen Kachelöfen und wenn der Holzofen hört, ich habe das hier ja. auf Twitter, der rastet ja Ja. öfter mal aus, dann Ja. geht der völlig durch die Decke. Also irgendwie ist Holzofen scheint nicht so ganz im Sinne des Wetterfrosches zu sein. Ja gut, es mag so sein, dass er seine früheren Leidenschaften jetzt aufs Twittern, aufs nicht Twittern, sondern Twittern verlegt auf X und dann er genauso eine gewisse Art der Überschreitung hat, um es mal vorsichtig zu Kann sagen. Ne? sein. Man will ja juristisch korrekt bleiben, lieber Herr Brandner. Ne? Man muss Ne? es, sonst kann Ja, so es ist sehr es schnell ja. sehr teuer werden. Ich kann Ihnen da nicht Absolut. versprechen. Sie sind ja jegliche Handbewegung, lassen Sie, ist ja wie beim Fußball, lassen Sie die Arme am Körper, nicht, dass Sie irgendwo ausstrecken und irgendwelche Anzeigen kommen. Sie hätten irgendwelche Gesten gemacht. Ne? Ja. Herr Brandner, es ist ein Begriff aufgetaucht, der interessiert also Menschen noch relativ wenig, weil er verklausulatiert ist. Trusted Flagger von Respect. Ist das eine neue Anlagenform? Respekt oder Trusted Flagger? Trusted, bitte Trusted Flagger. Also ich bin ja nun wirklich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ja nun wirklich kein Freund von Anglizismen und auch schon deshalb ungefähr 30 Jahre lang im Verein Deutsche Sprache, der in Dortmund übrigens seinen Sitz hat und über 30.000 Mitglieder, da bin ich schon lange dabei. Und wir haben immer gesagt, Verlierer sprechen Denglisch oder wer nichts zu sagen hat, spricht Englisch. So ungefähr ist das hier. Und so ist es mit dem Trusted Flagger. Auch. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte bis vor 2 Wochen gar nicht gewusst, was das sein soll. Und wahrscheinlich weiß es ein Großteil der Zuschauer auch nicht, oder? Ich gehe davon aus, und deshalb ist es wichtig, dass wir es einmal übersetzen. Es sind vertrauenswürdige Meldestellen. Sind die vertrauenswürdig? Also Meldestelle ist ja schon so ein bisschen, ich sag mal, hat ja nicht so guten Ruf. Ne? Meldestellen gibt es ja, ich sag mal, in totalitären Systemen. Wir haben ja auch schon deutsche totalitäre Systeme hinter uns, wo es Meldestellen gab. Und vertrauenswürdige Meldestellen, vertrauenswürdig dann wohl nur für diejenigen, die die Meldestellen betreiben, oder? Naja gut, die Frage ist ja, wer richtet solche Institutionen ein und wer fördert sie? Sie müssen ja bezahlt werden und das sind ja nicht wenige Gelder, die da in Kraft gesetzt werden. Wer richtet solche Meldestellen ein und was ist Sinn und Zweck? Ja, dieser Trusted Flagger, der ist, also das ist ja eine längere Geschichte. Ich meine, wir haben ja eine politische Kultur in Deutschland, die nicht mehr darauf angelegt ist, zu debattieren, zu überzeugen, gute politische Arbeit zu machen, sondern die darauf angelegt ist, von oben nach unten Meinungen zu verbieten und Kritik nicht etwa dadurch, unmöglich zu machen, dass man gute politische Arbeit macht, sondern Kritik dadurch zu verbieten, dass man Kritiker, in Grund und Boden klagt oder Kritiker in sozialen Medien sperrt oder ausgrenzt. Und genauso ist das. Ja, auch, es gibt von der Europäischen Union, wir bleiben bei den Anglizismen jetzt, einen Digital Services Act, DSA. Und dieser Digital Services Act der Europäischen Union, der sieht vor, dass die, ist eine Verordnung übrigens, dass die Mitgliedstaaten diese Trusted Flagger einrichten sollen. Das sind also Meldestellen, denen der Staat vertraut, dass sie direkten oder sagen wir mal, exklusiven Zugang zu den Plattformen haben und die Plattformen denen erstmal glauben, wenn die Trusted Flagger sagt, guck mal, das da ist rechtswidrig aus meiner Sicht, dann hat die Plattform relativ schnell zu handeln, ansonsten macht sie sich schadenersatzpflichtig. Jetzt kann man sich vorstellen, wo kommt denn so eine Meldestelle her in Deutschland? Haben wir denn sowas überhaupt? Ja, die Bundesnetzagentur dient als solche. Denkt jeder Bundesnetzagentur, das war doch hier nach dem Post- und Fernmelde
Ministerium eine Agentur, die die Telefonleitungen in Deutschland regulieren sollte. Stimmt. Danach kam Erdgas und Strom dazu und Eisenbahnwesen. Und jetzt ist die Bundesnetzagentur auch noch als Zensurbehörde tätig. Also völlig bekloppt, was in Deutschland los ist. Und wenn ich noch einen Satz anfügen darf, im Bereich des Wirtschaftsministeriums angesiedelt, Wirtschaftsminister Robert Habeck, ein grüner Kinderbuchautor. Der Leiter der Bundesnetzagentur seit 2022, ein Grüner, der seit 34 Jahren, Klaus Müller heißt er, glaube ich, bei den Grünen ist. Und der hat jetzt die Trusted Pfleger eingesetzt. Also so wird ein Schuh draus. Sie haben ja sämtliche Etikette, was Sie tun müssen, steht ja mit drin. Nur eines steht nicht drin, wem Sie unterstellt sind und dass Sie dort freien Handlungsmöglichkeit haben. Nämlich normalerweise ist es doch so, dass bei uns die Polizei und die Staatsanwaltschaften die Obrigkeit haben. Wenn Sie etwas im Netz entdecken, dann muss ich den formaljuristischen Weg gehen. So war es in der Vergangenheit. Es konzentriert sich ja jetzt bei dem Trusted Flagger oder bei den sogenannten vertrauenswürdigen Meldestellen. Die konzentrieren sich ja auf Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube und Telegram. Ja. Bisher war es so, und das wissen wir ja, hatten wir unseren Rechtsanwalt Steinhöfel, wenn irgendwas war, haben wir uns mit den Netzbetreibern oder mit den Betreibern auseinandergesetzt, mit Google oder Facebook oder mit X ja weniger, aber haben uns mit denen auseinandergesetzt und dann war das in aller Regel erledigt, weil die haben sich das nochmal angeschaut. Es ist keine Sendung von uns, ist auf Dauer von den Inhalten verschwunden, haben die gesagt, so ist in Ordnung, das ist nicht verspricht, entspricht ihrer freien Meinungsäußerung, ihrer politischen Würdigung. Das soll wohl zukünftig nicht mehr so sein. Naja, es geht zukünftig wesentlich schneller. Ne? Wenn so ein Trusted Flagger, also so ein Berliner, der also quasi, Sie haben es angesprochen, quasi hoheitliche Aufgaben da wahrnimmt, wenn der das sagt, dann ist ratzfatz Ihre Sendung oder das, was Sie auf den sozialen Medien von sich gegeben haben, ratzfatz verschwunden. Und dann müssen Sie halt durch die Instanzen klagen. Es gibt auch so eine Beschwerdeinstanz, die eingerichtet worden ist. Aber die ist natürlich auch, können Sie sich vorstellen, welche Leute diese Beschwerdeinstanz wiederum betreiben. Das sind wahrscheinlich aus meiner Sicht auch nicht gerade diejenigen, die völlig offenherzig allen Meinungen gegenüber sind. Und dann müssen sie halt mühselig sich durch die Institutionen wieder klagen. Also das Verfahren, Inhalte in Deutschland auf den sozialen oder in Europa über diesen Digital Services Act in Europa zu sperren, wird massiv eingedampft und geht viel schneller. Am Ende können Sie sich natürlich dagegen wehren, ist wohl klar. Aber Sie wissen ja gerade, Kollege Steinhöfel ist ja also nicht der billigste Rechtsanwalt. Und dann überlegt man sich auch öfter mal, gehe ich jetzt überhaupt davor vor? Ne? Habe ich überhaupt das Geld, dagegen zu klagen, denn wenn ich am Ende gewinne, bekomme ich meine gesetzlichen Gebühren, ersetzt aber nicht die, die ich vereinbaren musste, sage ich mal, mit einem Spezialisten, wie mit Herrn Steinhöfel. Das heißt, das Kostenrisiko bleibt immer bei mir. Und damit ist es natürlich so, dass viele Menschen sich gar nicht dagegen wehren, wenn gesperrt wurde. Aber lassen Sie mich dann Hinweis in eigener Sache. Ich komme gleich nochmal zum Grundgesetz, Artikel 5. Wir tun das. Und wir haben in den letzten Jahren, haben wir Summen aufgewendet, um unser Wort und unser Bild den Freiheitsrechten, dass das gewährleistet wird, dass wir wieder ausstrahlen dürfen. Das war bei Corona und verschiedene andere. Aber wir haben insgesamt eine Größenordnung aufgewendet von 250.000 Euro, die wir aufgewendet haben. Und das haben wir als Unternehmen, das habe ich als Unternehmer, als Privatmann mit aufgewendet. Und da ist es mir wichtig, Herr Brandner, dass wir auch mal den Menschen zeigen, wir machen das ja nicht aus Spaß, wenn wir solche Sendungen machen. Wir machen das nicht aus Egoismen, wir machen das nicht aus irgendwelchen narzisstischen Neigungen. Und da brauchen wir die Unterstützung von den Menschen. Das heißt also, wenn wir schon das Sprachrohr sind, Herr Brandner, und wenn wir, Sie sind Politiker, ich bin Unternehmer und Bürger, wenn wir schon Repressalien auf uns nehmen, dass die Häuser beschmiert werden, das Geschäftshaus beschmiert, 12.000 Euro Schaden, Privathaus beschmiert, Aufträge verzichten. Jetzt kommen jetzt viele wieder zurück, aber dann wäre es doch auch mal notwendig, das halt nicht als Bettelei zu sehen, wenn man sagt, man muss Hallo Meinung unterstützen, sondern dass man sagt, es ist eine Notwendigkeit, um die Meinungsfreiheit aufrechtzuerhalten, dass es solche Sender gibt, unter anderem, die meinungsstark sind, die reichweitenstark sind und nicht, dass man sagt, es reicht aus, wenn man sagt, ich gebe einen Kommentar und einen Like, sondern ich bin der Meinung und da bin ich kein Bettler. Dass man sagt, man muss so auch etwas unterstützen, denn viele Möglichkeiten, die Meinung zu sagen, haben wir ja im öffentlichen Bereich, haben wir ja noch nicht mehr. Ja, eben, man steht ja auch Giganten gegenüber. Ne? Sie haben ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegen sich, die aus allen Rohren schießen und ihr betreutes Denken da pflegen. Jetzt haben wir neben dem betreuten Denken auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt jetzt betreutes Sprechen und betreutes Schreiben dazu über die Trusted Flagger. Und wenn man mal die Hausnummern sieht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich meine, ist ja bekannt, der hat ungefähr 10 Milliarden Euro zur Verfügung. Und wenn Sie sagen hier, Sie haben aus mehr oder weniger eigenen Mitteln, wahrscheinlich waren ein paar Spenden dabei, 250.000 Euro aufgewendet, das ist im öffentlichen Rundfunk mal eine Viertelstunde Mjotzka oder eine Viertelstunde Tatort, die kosten ungefähr genauso viel. Also es ist völlig,
völlig aus dem Rahmen, aus dem Ruder geraten. Das ist kein Kampf auf Augenhöhe. Deshalb gönne ich es Ihnen wirklich, wenn Sie edle Spender finden, die Sie da unterstützen. Und Sie sagen es ja selber, Sie verdienen ja damit keine müde Mark, sondern Sie versuchen, Ihre Verluste so ein bisschen zu kompensieren, wenn ich das mal ins Unreine sprechen darf, dadurch, dass Menschen ihr Portemonnaie etwas öffnen. Und ich kann nur hoffen, dass da ein Teil, möglichst ein großer Teil, vielleicht alles, zumindest der Prozesskosten, und jetzt kommen ja noch Ihre Produktionskosten dazu natürlich, der Prozesskosten, die am Ende ja nicht erfolglos aufgewendet waren, dass die wieder bei Ihnen reinkommen. Und man muss es sagen, wir tun es mit Herz und Begeisterung. Wir machen es nicht aus kommerziellen Zwecken, sondern mit Herz und Begeisterung auch die Mitarbeiter. Und wir sind in Landtagen und im Bundestag. Lassen Sie mich zur Gesetzgebung zurückkommen. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 5. Sie kennen es. Ich lese es den Zuschauern noch mal kurz vor. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Wir kommen jetzt zu unseren Sendungen, aber jeder hat doch das Recht, sich die Mitteilung und die Information ungehindert zu beschaffen. Und damit fällt ja auch die ungehinderte Beschaffung von Informationen und damit von Entscheidungen fällt ja immer schwerer. Ja, selbstverständlich. Ich meine, gerade dieses, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Da gibt es ja diesen spöttischen Hinweis immer auf angeblich Idi Amin. Das war so ein Diktator in Zentralafrika, der gesagt hat, ich garantiere die Freiheit der Rede, aber nicht die Freiheit nach der Rede. Ja. Jetzt ist es bei uns noch nicht ganz so schlimm, dass man nach einer Rede eingesperrt wird. Also manche schon. Aber es ist noch keine Breitenwirkung. Aber man könnte natürlich bei Ihnen argumentieren, ja, Sie konnten ja Ihre Meinung im Netz verbreiten, eine Sekunde, und dann wurde sie halt gelöscht von dem Trusted Flagger. Oder dann ist der Trusted Flagger eingestiegen und hat sie zur Löschung vorgeschlagen. Also so wird man argumentieren können. Das ist natürlich völliger Quatsch, wenn ich natürlich nur eine Sekunde Zeit habe oder damit rechnen muss, ich habe eine freie Rede und danach wandere ich ab in den Knast. Also dieses für die Demokratie in Deutschland essentielle Grundrechte, das hat das Bundesverfassungsgericht ja x-mal auch ausgeurteilt, wird ausgehöhlt ohne Ende und auch ohne Not. Ich meine, es ist doch jahrzehntelang, wirklich, wir sind ja so nicht unbedingt ein Alter, aber wir sind schon ein paar Jahrzehnte älter, sage ich mal, als jüngere Leute. So formuliere ich es mal. Und früher, also wenn ich mich an früher überlege, man konnte wirklich viele Sachen sagen, für die man heute gesteinigt, gekreuzigt, auf dem Scheiterhaufen politisch natürlich hingerichtet würde. Woran liegt das, dass der Meinungskorridor immer enger wird? Das frage ich mich. Haben Sie eine Erklärung dafür? Die Erklärungen sind für mit Schutzwalle, die aufgebaut werden, genauso wie im Bundestag herum, dass dann Schutzwall kommt und dass man hier sagt, Moment, die werden immer stärker. Ich merke eines, und das merken Sie als Unternehmer, zwischen den Verbänden, zwischen den Medien und der Politik hat sich im Laufe der Jahrzehnte eine verkrustete Struktur gebildet, eine Bequemlichkeitsstruktur. Herr Brandner, ich spiele kein Golf, aber ich weiß, die sehen sich, und auch Lions sind ja ehrbare Clubs, die Geld sammeln, aber die sehen sich beim Golf, die sehen sich in einem Lions Club, die sehen sich dort. Und im Laufe der Zeit sind Politiker in die Verbände gegangen, aus den Verbänden sind die Menschen in die Politik gegangen und es haben sich menschliche Beziehungen entwickelt. Und aus diesen menschlichen Beziehungen sind allzu oft ein Nicht-Angriffspakt geworden. Ich nehme die Automobilindustrie dazu. Die Automobilindustrie hätte längst erkennen müssen, dass ihr das Wasser abgegraben wird über Brüssel und in Deutschland. Man hat nichts getan. Man hat sich darauf verlassen, hat gesagt, wir machen hier einen Nicht-Angriffspakt. Wir haben ja die amerikanischen, asiatischen Märkte. Man muss sich jetzt eines Besseren belehren lassen. Aber ich sage, es menschelt und es sind die menschlichen Beziehungen, die dazu geführt haben, dass es hier zu einer solchen Situation kommt und dass man sagt, jetzt kommt ein Störenfried, meinetwegen der Störenfried Stefan Brandner, der Jurist ist, der was in der Birne hat und der bringt Argumente, der stört dieses Verhältnis. Und dieses Verhältnis ist ja auch bei den Sparkassen und bei den Banken entstanden. Denn ich sage Ihnen eines, Herr Brandner, wenn ich mich jetzt mit Vorständen ehrlich unterhalte, die sagen, wir haben so viel Wertberichtigung in den Büchern, schlimmer geht es gar nicht. Aber da wird noch nicht mit offenen Karten gespielt, denn Politik und Wirtschaft ist ein kurzlebiges. Anstatt zu sagen, wir müssen langlebig denken, ist kurzlebig. Die Zeiten, die Legislaturperioden sind zu kurz, aber es sind die menschlichen Verflechtungen, die hier vorhanden sind. Ja, gut, daraus rührt wahrscheinlich so die Panik der Herrschenden. Ich hatte gerade das Verhältnis erwähnt, 10 Milliarden Euro öffentlicher Rundfunk, Milliarden Möglichkeiten bei den Gewerkschaften, bei den Kirchen, bei den Verbänden, bei der sogenannten Zivilgesellschaft, bei diesen steuergeldgepemperten Vereinen, die pumpen Milliarden und Milliarden und Milliarden für ihre eigene Propaganda jährlich rein, sag ich mal, oder hauen die raus und merken dann auf der anderen Seite, Mensch, wir kämpfen gegen rechts von morgens bis abends und plötzlich kommt da so eine AfD daher und räumt dem Osten 30% ab. Das muss ja die blanke Panik wahrscheinlich sein.
die bei denen so ausbricht. Und was macht man in Panik? In Panik ist es halt, wenn sie einen Ertrinkenden haben in Panik, der zieht möglicherweise noch den Rettenden, den Retter mit unter Wasser. Und so kommen ja teilweise die Altmedien, die Altparteien, die Funktionäre, Sie haben es gerade angesprochen, so kommen die mir teilweise vor und schlagen wie wild um sich, wissen nicht mehr, was noch zu tun ist. Und die AfD wird immer stärker und auch so freie Meinungsmacher, sage ich mal, wie Hallo Meinung und wie Sie, Herr Weber. Ich komme zum Schluss des Interviews. Sie haben mir den Ball vorgegeben auf das AfD, auf den Antrag AfD-Verbotsverfahren. Stefan Wanderwitz hat in seinem Wahlkreis 2021 sein Direktmandat verloren gegen den AfD-Kandidaten. Er war im Morgenmagazin am vergangenen Donnerstag und da wurde er von Mitri Sirin gefragt, sagen Sie Ihr Verbotsverfahren. Und dann brachte er die Verhältnisse im Thüringer Landtag bei der Wahl des Landtagspräsidenten. Übrigens sollten Sie mal die Neue Zürcher Zeitung und Sie sollten Cicero lesen. Die haben die wahren Verhältnisse mal aufgezeigt, wer eigentlich der Demokratie geschadet hat, die CDU. Einfach mal aufschlagen, Cicero und was die Neue Zürcher angeht. Und dann sagte er, und außerdem haben wir es, dann hat Sirin gefragt, Sie hätten es ja auf demokratische Art und Weise, dass Sie sie politisch stellen. Wir haben sie versucht, politisch zu stellen, und das ist uns nicht gelungen. Die wird immer stärker. Schauen Sie sich die Wahlen jetzt an in Ostdeutschland. Er war ja ehemaliger Ostbeauftragter mit über 30%. Ist also allerhöchste Zeit, die AfD zu verbieten. Ich muss sagen, ich muss, wenn ich so etwas höre, und den Zuschauern wird es genauso gehen, muss ich durchatmen. Wenn ich sage, Stefan Brandner, wir sind zwei Rechtsanwälte, ich bin es nicht, also hypothetisch, hat eine Kanzlei, der geht es besonders gut. Jetzt schaue ich mal, dass ich vor der Rechtsanwaltskammer sage, den muss ich verbieten lassen. Das geht nicht so. Ich möchte, Ja. also entschuldigen Sie das plakativ, aber so kann ich es doch in etwa vergleichen. Ja, genau. Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob der Wanderwitz mit Vornamen auch Stefan heißt. Marco heißt der, glaube ich, Ne, der ne? heißt Marco. Das ist doch Ja, Marco. okay. Wer hat das? Tom Marco aus Dresden hier. Marco, Ja. grüß dich hier. Ne, guck mal hier. Das hat ja, bei ihm hat er pathologische Züge angenommen, ne? Nachdem er seinen Direktwahlkreis an Mike Monsek verloren hat, an den AfD-Kandidaten Mike Monsek bei der letzten Bundestagswahl. Seitdem dreht er ja frei, der Wanderwitz. Und das hat pathologische Züge angenommen, damit seinem Verbotsantrag, der jetzt ja irgendwie vorliegt, wo richtig weiß man das noch nicht, jedenfalls diese Woche im Bundestag keine Rolle spielt. Und auch sogar die eigene Fraktionsführung schlägt ja die Hände über dem Kopf zusammen und sagt dann, Marco, was hast du denn da gemacht? FDP hat schon abgewunken und so. Ich bin auf die Debatte im Deutschen Bundestag dann gespannt, aber Sie haben völlig recht. Genau das will das Grundgesetz ja nicht. Das Grundgesetz wehrhafte Demokratie, aber ja nichts dagegen, dass man über sich Parteien kritisch anschaut, die tatsächlich aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sich richten, habe ich auch nichts dagegen. Aber das sind ja nicht wir, das sind ja die anderen. Die anderen haben ja reihenweise verurteilte Verfassungsbrecher in ihren Reihen. Ramelow, Seehofer, Merkel, Lindner, Habeck, Scholz, alle von den Verfassungsgerichten verurteilt, weil sie verfassungswidrige Äußerungen gemacht haben, weil sie verfassungswidrige Haushalte aufgestellt haben, weil sie verfassungswidrige Gesetze gemacht haben. Überall Verfassungsbrecher bei den anderen. Bei uns finden sie keinen einzigen. Und das ist natürlich völlig falsch, dann hier auf uns zu zeigen. Das ist einfach, wie Sie schon sagen, eine unbequeme Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. Das soll damit versucht werden. Aber das wird krachend scheitern. Wanderwitz wird damit genauso scheitern, wie er politisch bisher immer gescheitert ist. Ja, dann haben wir es schon Programm. Sagen Sie, jetzt fällt mir noch spontan ein, Herrn Wandersitz, seine Partnerin, sie ist ja auch aus Dresden, sie war Bundestagsvizepräsidentin. Ich glaube, ihr habt nicht so ganz so freundschaftliches Verhältnis. Kann das sein? Die ist immer noch. Sie hat aber angekündigt, sich jetzt zurückzuziehen zur nächsten Bundestagswahl. Ich habe sie mal auf Twitter darauf hingewiesen oder auf X darauf hingewiesen, dass eine Äußerung, die sie auch zur AfD gemacht hat, nicht sonderlich schlau war. Ich habe ein anderes Wort gewählt. Daraufhin hat sie mich angeblich angezeigt vor einem Jahr bei irgendeiner Staatsanwaltschaft, aber völlig unklar. Ich habe noch nichts davon gehört, andere haben auch noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht, was aus dem Verfahren geworden ist, aber auch das ist auch die Frage. Also Meinungsfreiheit hin, wenn man angegriffen wird, darf man sich ja wohl auch wehren. Und was sie damals da gesagt hat, war wirklich aus meiner Sicht sehr dumm. Tja, und liebe Zuschauer, Sie merken, Politik kann erfrischend sein, Interviews können erfrischend sein. Dann bedanken wir uns bei Stefan Brandner, der im Übrigen jetzt wieder in Abstimmungen gehen muss. Sie halten dann eine Rede. Sie sind, glaube ich, jetzt ARD, sind Sie gleich im Interview? Ja, genau. Ich gucke mal auf die Ja. Uhr. Wir haben jetzt gleich das Ältestenrat, danach ein ARD-Interview. Und Sie strahlen ja heute am Sonntag aus, haben Sie mir gesagt. Und derjenige, der noch nicht genug, der noch nicht die Schnauze voll hat vom Brandner, der könnte ja gleich mal auf den Kanal gehen, Stefan Brandner MdB. Da sieht er dann meine Rede zu den Trusted Flaggern, das Thema, was wir vorhin hatten, die ich am letzten Freitag im Bundestag gehalten habe. Also wer Lust hat, schaltet einfach um auf Stefan Brandner MdB bei YouTube. Es lohnt sich, liebe Zuschauer. Lieber Ja. Stefan Brandner, herzlichen Dank, einen schönen Nachmittag. Wünsche ich Ihnen auch, Herr Weber. Alles Gute. Tschüss. Und Ihnen auch, liebe Zuschauer, alles Gute. Schalten Sie wieder ein.